Abend und herzlich willkommen all denen, die jetzt gleich zuschauen. Und zunächst einmal schöne Pfingsten. Es ist Pfingstmontag und ich freue mich auf einen ganz besonderen Gast. Ralf Siegel ist heute Abend bei mir und da ist er auch schon. Die Anfrage. Und dann sind wir hoffentlich gleich verbunden. Ralf Siegel muss man nicht vorstellen. Über 2000 Lieder hat er komponiert. Er wird am 30. September diesen Jahres 75. Hallo. Guten Tag, Herr Siegel. Hallo, grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich höre Sie gut. Mein Lautsprecher ist ein bisschen leise hier. Wir können Sie, wenn Sie wunderbar. Ein bisschen lauter sprechen, geht es noch besser. Das mache ich sehr gerne. Vielen lieben Dank, Herr Siegel. Wie viel Uhr haben wir jetzt bei Ihnen? Sie sind in Florida, ja? Ich höre Sie leider ganz schlecht. Das ist ein echtes Problem, das wir hier haben. Aber ich werde mal versuchen, noch näher ranzugehen. Okay. Ja, jetzt. So. Wunderbar. Sie sind in Florida momentan. Ich bin in Florida, ja, seit bereits 3 Monaten und kam hier an, um mich ein bisschen zu erholen von meiner Herzoperation, die ich leider hatte. Wie geht's Ihnen heute? Wie geht's Ihnen nach der Operation? Ja, mir geht's gut. Sie haben das Gott sei Dank sehr gut gemacht. Es hat 2,5 Stunden gedauert, aber danach hofft man natürlich immer auf die Ärzte, dass sie das richtig machen. Jetzt ist das ja nicht die erste Operation, ja? Sie hatten ja mehrere. Sie hatten Hörsturz und eine relativ dicke Krankenakte. Treiben Sie Raubbau mit Ihrem? Wir können natürlich gerne eine Viertelstunde über Krankheiten sprechen. Ich weiß nicht, ob das den Hörern so gefallen wird, aber es war alles dabei. Also, das nicht, aber treiben Sie Raubbau mit Ihrem Körper? Ich verstehe nicht. Ich verstehe Sie so schlecht. Es tut mir leid. Sagt, treiben Sie Raubbau mit Ihrem Körper? Naja, schauen Sie, wenn Sie über 60 Jahre in dem Beruf sind und das so, sagen wir mal, engagiert machen, wie ich das gemacht habe, das geht eben von morgens früh bis abends, bis nachts hinein. Es gibt kein Wochenende. Die meisten Künstler haben nur am Wochenende Zeit. Und das geht schon durch. Das ging jetzt schon die letzten 60 Jahre. Naja, eigentlich durch. Ohne Pause. Die einzigen Pausen waren dann im Krankenhaus mit Hörsturz, mit 2x Krebs und allen, was man sich vorstellen kann, Lungenentzündung. Und ich will gar nicht, aber hör mal auf. Das macht dann gleich krank. Ich fühle mich Gott sei Dank momentan wohl. Mein Arzt hat mich damals hierher geschickt, wieder nach Amerika. Ich habe hier ein kleines Haus, da fühle ich mich sehr wohl. Da habe ich mein Studio, wie man hier so ein bisschen sieht. Okay. Da arbeite ich, da komponiere ich, da schreibe ich meine Lieder, sitze aber momentan am Computer und schreibe meine Autobiografie zu Ende, die im September auf den Markt kommt. Ich werde ja schon 75, da muss man wieder was von sich geben. Das sieht man Ihnen nicht an und da Sie ja immer noch in der Vergangenheit sprechen, hat man ja auch den Eindruck, es geht weiter bei Ihnen. Sagen Sie, Herr Siegel, sind Sie eher ein Kopf- oder ein Herzmensch? Ja, also der eine sagt, ein Herzmensch mit Kopf und der andere sagt, ein Kopfmensch mit Herz. Ich meine, in unserem Beruf muss man das sein. Wenn man kein Herz hat, dann kann man auch keine Lieder schreiben. Aber man braucht auch einen Kopf dazu, um zu überlegen, was passt für Peter Alexander, was passt für einen 60-jährigen Mann, was passt für ein junges Mädchen wie Nicole damals oder was passt für eine Gruppe wie Chinggis Khan. Da gehört natürlich Herz dazu, weil man möchte die Menschen in einem Herzen treffen. Aber ich glaube, es gehört auch ein bisschen Köpfchen dazu. Und das Allerwichtigste ist Fleiß. Bei über 2000 Lieder, gibt es Themenbereiche, über die Sie noch nicht geschrieben haben? Sie haben über 2000 Lieder komponiert. Gibt es Themenbereiche, über die Sie noch nicht geschrieben haben? Ja, das ist sehr schwierig. Also ich glaube, es gibt kaum ein Thema, über das ich nicht geschrieben habe. Das ergab sich natürlich auch durch die Künstler, nicht? Ein Peter Alexander wollte seinem Publikum natürlich, mit 60 Jahren musste er was zu erzählen haben, ja. Und Chinggis Khan hat sich ergeben durch die sogenannten, Reisen um die Welt von Rom bis Moskau. Da kann man natürlich schon sehr viele Themen erwähnen. Paris habe ich geschrieben. Es gibt kaum eine Stadt, über die ich nicht geschrieben habe. Jetzt New York in dem neuen Musical Zeppelin, das jetzt leider auf den Markt kommen Da sprechen wir gleich noch drüber. November Premiere hatte. Und jetzt haben wir das verschieben müssen auf den 10. Juni, ein halbes Jahr später. Die Theatersituation erlaubt es einfach nicht momentan, mit kleiner Besetzung da zu spielen. Es ist eine Katastrophe für die Künstler, für das Theater, für dieses wunderschöne Theater in Füssen. Es ist ein Privattheater. Und die haben es doppelt so schwer. Die werden nicht vom Staat subventioniert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es verschieben müssen. Und jetzt hoffen wir, dass viele, viele Menschen am 10. Juni dann eine Sommerreise in das schöne Allgäu machen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, das Zeppelin Musical in Füssen, Ihr großes Musical-Projekt, das zweite große Musical-Projekt. Sie haben mal ein Musical versucht, Clowntown. Damit wollten Sie an den Broadway. Das hat leider nicht geklappt. Jetzt widmen Sie sich der Geschichte von Graf Zeppelin. Graf Zeppelin war ein Stück weit ein Visionär, aber immer wieder auch belächelt in seiner Zeit. Gibt es da Parallelen? Haben Sie manchmal den Eindruck, dass Sie in Deutschland auch belächelt werden? Ich habe den letzten Satz nicht verstanden. Ich habe den letzten Satz nicht verstanden. Es tut mir leid. Ich sage, Graf Zeppelin war nicht nur Visionär, sondern hat ja auch unbeirrbar an seiner Idee festgehalten. Haben Sie manchmal den Eindruck, gibt es da Parallelen, dass man Sie in Deutschland auch falsch behandelt und belächelt? Ja, das habe ich eigentlich nicht. Das sind ein paar freundliche Herrschaften, die vielleicht es nicht so schön finden, dass ich schon so viel Erfolg hatte. Wir haben eine kleine Neidgesellschaft. Bei meinen Kollegen habe ich das Problem nicht. Ich habe das Problem auch nicht beim Publikum, wenn ich auf den Viktualienmarkt in München gehe. Da freuen sich die Leute, wenn sie mich sehen, sagen, Herr Siegel, was haben Sie für schöne Lieder geschrieben? Und wenn ich ins Ausland gehe und denen erzähle, dass ich Moskau gemacht habe und ein bisschen Frieden, dann freuen sich die Menschen. Belächeln tun nur einen Leute, die ein bisschen neidisch sind, wissen Sie. Die haben da nichts anderes zu tun, als dran rumzumurksen. Und na, es gibt ja einige Leute, die machen das ja auch beruflich, wie Herr Raab oder Harald Schmidt früher. Die haben ja auch Spaß daran. Und unter dem Motto, wenn man nicht über einen spricht, ist auch schlecht, oder? Also die Leute sind, ich habe eigentlich nichts dagegen. Aber manchmal kommt schon ein bisschen Quatsch zustande, was Sie so verzapfen. Aber wären Sie in Amerika geblieben, wären Sie heute so etwas wie Quincy Jones? Wären Sie in den USA geblieben, dann hätten Sie heute den Stellenwert eines Quincy Jones. Stört Sie das? Ich verstehe das nicht. Wenn du in Amerika. Es ist so schwer zu verstehen, es tut mir echt leid. Kein Problem. Wären Sie in USA geblieben, hätten Sie heute den Stellenwert eines Quincy Jones. Stört Sie das? Eines Quincy Jones? Ja. Das wäre schön. Also Quincy Jones wäre ich immer gerne, weil er natürlich einer der grandiosen Musiker ist. Er hat Michael Jackson produziert, er hat die halbe Welt produziert. Ein ganz großer Künstler. Aber wäre ich in den USA geblieben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, würden vielleicht mich ein paar Leute mehr kennen als Komponist. Ich habe immerhin mit 19 Jahren meinen ersten Hit in Nashville, Tennessee geschrieben. Ich habe dort gelebt. Viele Leute wollten mich wieder in Amerika haben. United Artists hat mich mal gebeten, ob ich so wie Harald Faltermeier nach Los Angeles komme. Das konnte ich nicht, weil ich meine Firma, meine Familie und alles in Deutschland hatte und ich wollte auch dort bleiben. Wenn Sie 2000 Songs gemacht haben, dann haben Sie schon ein großes Pensum. Und dieses Pensum zu erreichen, wissen Sie, das kann nicht so viele Leute belächeln, weil da wissen Sie, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Zeit dahinter steckt, wie viele Menschen ich Jobs gegeben habe, wie viel Karriere ich gemacht habe, wie viele Musiker, wie viele Arrangeure mit meiner Arbeit gelebt haben. Da bin ich manchmal ganz schön stolz. Und wenn man mich dann belächelt, dann sollen die das erstmal selber machen. Stört Sie dieses Schubladendenken in Deutschland? Schubladendenken. Schubladendenken. Naja, Schubladendenken sind nur die Menschen, die nichts wissen. Ja, das ist so schön, wenn man jetzt mal wieder meine neue Biografie liest, da wird man sehen, dass man mich eben nicht in eine Schublade stecken kann. Ich habe auch nicht nur ein Musical geschrieben, sondern inzwischen 8 Musicals. Und von denen hat es mal Winnetou gegeben mit Pierre Brice. Dann haben wir Lachen gemacht in Cuxhaven. Dann habe ich mit Genghis Khan mal Corrida versucht. Aber ich habe insgesamt 8 Musicals inzwischen geschrieben. Das sind 3 Stunden Werke. Das ist 3 Stunden Musik. Das ist keine Schublade wie ein 3-Minuten-Lied. Von den 3-Minuten-Liedern habe ich natürlich auch 2000 gemacht. Und das ist harte Arbeit, wie gesagt. Weil die Künstler, für die ich gearbeitet habe, Udo Jürgens, Alexander, Karel Gott, Katja Epstein, Lena Waleitis, all die, denen konnte man nicht einfach irgendwas servieren. Die wollten Qualität und sie wollten, dass sie damit selber auf die Bühne gehen müssen. Und das ist das Wichtigste, dass ein Künstler sich wohlfühlt. Man vergisst immer so schnell, dass die Verantwortung eines Produzenten sehr groß ist. Wissen Sie, wenn ein Künstler ein schlechtes Lied hat, dann verdient er kein Geld. Also man muss sich wirklich anstrengen, für die Künstler das zu machen, dass das Publikum sie aufnimmt, sie auf Tournee sehen will und so weiter. Und das ist dann auch meine Aufgabe. Das ist eine große Verantwortung und nicht nur mal ein bisschen Klavier spielen und Geld verdienen, wie manche Leute oft denken. Wie lange muss eine Melodie reifen? Komm ein bisschen näher ran hier. Sorry? Wie lange muss eine Melodie reifen? Wie lange muss eine Melodie reifen? Eine Melodie, ja, das ist der große Unterschied. Sie kommt irgendwann in den Kopf oder man erarbeitet sie sich, nicht? Wenn man eine Melodie so unter dem Motto, da, 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 ist eine schöne Melodie. Entstand aber
durch den Wunsch nach Chinggis Khan was Neues zu machen. Und da kam mir Moskau in den Kopf, nicht? Und dann schreibe ich ihm nicht Moskau, 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 da, 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 di, da, da, di, Moskau, Moskau. Also es kommt schon über den Text, es kommt schon über den Gesamtgedanken und dann reift es natürlich in einem Kopf, während man es bearbeitet. Das Thema ist ja meistens nur 8 Takte plus Vers und Refrain und dann muss es arrangiert werden. Moskau ist 4,5 Minuten lang. Da kann man nicht nur mal sagen, das ist die Melodie, das ist eben auch ein kleines Gesamtkunstwerk. Und ich sage, der Unterschied zwischen 4 Minuten und 3 Stunden sind gravierend, aber es ist manchmal leichter, in 4 Stunden etwas zu machen, als in 3 Minuten, das sofort auf den Punkt passieren muss. Besonders bei der Eurovision eben, wo man nur 3 Minuten Zeit hatte und wo fast alles auch live war. Inwieweit unterscheiden sich Ihre Kompositionen, die Sie in Florida machen, als von denen, die Sie in Bayern erstellen? Das kann ich Ihnen schon sagen. Der Unterschied ist, dass ich eben früher 40 Jahre Tag und Nacht nur in Deutschland gearbeitet habe, ab und zu mal in Italien und mir seit 10 Jahren es gönne, hier 2-3 Wochen im Herbst und im Frühjahr hier zu sein, um mich ein bisschen auszuruhen. Aber hier habe ich natürlich eine relaxtere Situation. Da ist kein Büro, da kommt nicht der Postmann, da kommen nicht die ganzen Leute. Da arbeite ich auch nicht im Studio direkt mit den Künstlern, sondern arbeite hier nur am Klavier, erarbeite die Songs, habe mehr Ruhe und habe auch ein bisschen mehr Zeit mal für meine Frau. Bekommen Sie die aktuellen Ereignisse in den USA mit? Man kann gar nicht anders. Ich bin ja, wir sitzen hier, wie gesagt, seit neun Wochen oder Quatsch, seit 3 Monaten in Quarantäne. Und lassen uns auch Essen bringen. Das machen die hier sehr gut. Das ist eine Art von Catering-Service. Und die USA ist natürlich genauso gebrandmarkt momentan wie der Rest der Welt. Es ist eine schwierige Situation. Herr Trump macht es den Menschen nicht leicht und Herr Biden erst recht nicht. Das heißt, hier findet parallel zu Covid-19 findet eben auch noch der Wahlkampf statt, der hier sehr, ja, in allen Bereichen natürlich gerade im Fernsehen zu sehen ist. Ich nehme an, Sie werden auch CNN sehen. Dann ist der eine Sender CNN, dann kommt Fox, die wieder die andere Partei vertreten. Es ist ein großer Kampf um die Wahl im Herbst. Und jetzt wollen Sie wahrscheinlich schon die Wahl verschieben. Das kann auch noch passieren. Also es ist eine große Dramatik. Und wenn man weiß, dass inzwischen die Amerikaner die meisten Toten haben, natürlich im Verhältnis zu 300, 400 Millionen, eine andere Situation. Aber es ist schon sehr heavy, was man so schön sagt, es ist sehr schwerwiegend, besonders jetzt auch diese Situation der Rassenkonflikt, der nun durch den Tod dieses armen Schwarzen hier stattgefunden hat. Es ist also, es brennt in Washington, es brennt Gott sei Dank in Florida noch nicht, aber es brennt in ganz Amerika, in Minnesota und in New York. Und das macht diese Gesamtsituation zusammen mit dem Coronavirus eben doppelt so schlimm momentan. Sind Sie ein politischer Mensch, Herr Siegel? Sind Sie ein politischer Mensch? Ich war immer, selbstverständlich politisch interessiert. Ich war mit sehr vielen Politikern oder bin mit sehr vielen Politikern, war mehr, einige, die leider nicht mehr auf dieser Welt sind, befreundet, habe sehr gute Kontakte zu vielen, von Gauweiler bis Strauß, von Emke selbst bis, Söder und wen auch immer. Ich habe von Horst Seehofer das Bayerische Verdienstorden bekommen, habe mit den Leuten Kontakte. Man trifft sich natürlich in München am Filmball oder mal auf dem Oktoberfest und so. Ich bin sehr politisch interessiert, liege so in der Mitte. Manchmal gefällt mir die SPD besser, manchmal die CDU, CSU. Bei der FDP, da bin ich momentan ein bisschen gelangweilt. Und was so ganz rechts und was ganz links ist, gefällt mir gar nicht. Ist der Schlager politischer geworden? Der Schlager war eigentlich immer ein bisschen politisch, aber vielleicht falsch formuliert, der Schlager nicht. Der Einzige, der politische Schlager geschrieben hat, war vielleicht, ja, Bob Dylan, war Pete Seeger noch, waren früher Peter, Paul and Mary. In Deutschland, naja, also nicht mal Reinhard May, aber Heinz-Rudolf Kunze vielleicht und Udo Lindenberg kann man auch hineinhängen in diese Pop- oder Rockwelt. Die Singer-Songwriters, wie sie früher waren, gibt's leider nicht mehr. Also ich fand die viel stärker. Momentan klingt das alles so ein bisschen banal. Und naja, Giesinger gefällt mir sehr, aber die anderen klingen alle gleich. Unterscheiden Sie, weil viele Künstler, die Sie gerade genannt haben, Heinz-Rudolf Kunze, Udo Lindenberg, sehen sich ja eher im Rockbereich. Unterscheiden Sie noch oder ist das für Sie wirklich der Unterschied zwischen E- und U-Musik?
Naja, U-Musik ist alles in gewisser Form, nicht? E-Musik ist ja schön benannt mit ernste Musik. Darum heißt es E-Musik. Und U-Musik ist Unterhaltung, ja? Ich habe immer gesagt, Oi ist am besten, beides auf einmal. Das heißt, Songs mit Inhalt, Songs mit Texten. Und da haben wir sehr, sehr gute Leute immer gehabt. Aber die sind momentan, also im Schlagerbereich, seltener zu sehen, was mir eigentlich leid tut. Auf dem Pop-Welt kommen sie natürlich zu den Rappern mit allen Kollegas dieser Welt. Und da wird es dann auch manchmal unerfreulich. Da sind die verbalen Äußerungen mir eigentlich zu hart, muss ich sagen. Obwohl man manche auch versteht, dass sie mal, die nicht singen können, auch was sagen wollen. Aber die Rapper haben, da war mir die Zeit der Fantastischen Vier lieber. Die waren lustiger, die waren fröhlicher. Und da gab es dann einige Leute, selbst na, Tic-Tac-Toe mit, ich finde die Scheiße, fand ich noch lustiger, als was einige Rapper heute in Berlin treiben. Das Durchschnittsalter hier auf Instagram ist zwischen 25 und 34 Jahren. Was glauben Sie, wie viele Menschen hier auf Instagram ihre Kompositionen kennen? Ja, das kann ich nicht sagen. Das ist natürlich ein starker jugendlicher Bereich geworden heute. Und von den 150 Songs, die ich in die Charts geschrieben habe oder produziert habe, kennen Sie bestimmt Griechischer Wein, vielleicht auch Babitschka, Fiesta Mexicana, Genghis Khan mit Sicherheit. Dann kommen die ganzen Songs wie Theater, Johnny Blue, ein bisschen Frieden. Also ein paar werden schon dabei sein, die auch meine Songs kennen. Sie haben gerade ein bisschen Frieden angesprochen. Wir müssen zwangsläufig über einige der großen Namen sprechen. Lassen Sie uns mit Nicole anfangen. Sie haben 24 Jahre mit Nicole zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit hat länger gedauert als so manche ihrer Ehen. Woran liegt das? Ja, weil ich also drei Ehen hatte und jetzt meine vierte bezaubernde Ehe habe. Das Leben ist halt so, ich glaube, wenn man 10, 12, 15 Jahre zusammen verbringt, dann wird es entweder langweilig oder wird ganz fantastisch. Ja? Die Welt hat, glaube ich, früher nie geplant, dass die Menschen 70, 80, 90 Jahre alt werden. Als die Ehe oder die Institution der Ehe erfunden worden ist, ich glaube, da starben die Leute nach 10, 20 Jahren. Und wenn sich Menschen trennen, nachdem sie sich kennen, ist das nicht so schlimm. Viel schlimmer ist, wenn sie zusammenbleiben, weil sie sich kennen und sich nicht mehr mögen. 10 Jahre ist ja auch eine lange Zeit. Ich bin jetzt glücklich mit meiner neuen Frau, Laura. Wir haben eine wunderbare Zeit und bin aber immer noch, wie sagt man, in Patchwork-Family-Freundschaft verbunden mit Dunja, mit Dagmar, mit Grimhild und habe natürlich auch diese wunderbaren 3 Kinder und 5 Enkel. Also es ist alles okay sozusagen, was die Familie betrifft. Aber als Sie Nicole kennengelernt haben, Robert Jung hat Nicole quasi, oder hat sie aufmerksam gemacht auf Nicole, hat ihnen ein Foto gezeigt. Und wenn die Legende stimmt, haben Sie gesagt, dass das Mädel ganz nett aussieht, er soll sie doch mal vorbeischicken. Richtig. Wie wichtig ist Aussehen, wenn man Erfolg haben will beim Schlager? Nochmal die Frage? Wie wichtig ist Aussehen? Die Bühnenpräsenz, das Aussehen, wenn man letztendlich Erfolg haben möchte. Ja, also das Aussehen, wenn Sie das meinen, wenn Sie von Schönheit sprechen, ist wahrscheinlich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist Ausstrahlung. Ausstrahlung hat jemand, der einen anspricht mit dem Herzen. Ich meine, ein Franz Josef Strauß war kein schöner Mensch, aber er hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Und manche Politiker haben viel im Kopf, aber haben keine gute Ausstrahlung. Das ist manchmal Glückssache. Wenn ich Herrn Bosbach sehe, dann freue ich mich. Und wenn ich Herrn Gabriel bei Klartext im Bild sehe, dann sehe ich die beiden. Das sind Menschen, die haben Ausstrahlung und die haben was zu sagen. Und die sind politisch glaubwürdig. Und manche andere sehe ich dann, jetzt sage ich aber keinen Namen. Da sage ich, um Gottes Willen, warum musst du mir jetzt was erzählen? Ich glaube kein Wort von dem, was er erzählt. Sie haben relativ früh angefangen, auch geprägt durch das Elternhaus. Sie haben mit 18 angefangen. Ist das 18? Korrekt? Ja, nein, also mit 18 sind Sie richtig eingestiegen. Sie haben schon viel früher angefangen. Das ist richtig. Also ich weiß, dass Sie mit 13 Ihre Big Band schon hatten, ja? Ich hatte mit 14 Jahren meine erste Band bereits und habe mit 16 Jahren schon in München auch im Quartett nachts im Studentenkreisen gespielt. Dann kam eben die Schulung in England, in Bournemouth, um meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Dann kam Paris ein Jahr als Volontär in einem Musikverlag, dann ein Jahr in Nashville, Tennessee mit Roy Orbison, Pretty Woman, kennen vielleicht noch viele. Und dann ging es eben mit 20 zurück nach München. Und seitdem, ja, arbeite ich, produziere ich, schreibe ich jeden Tag, jede Nacht, ohne Samstag, Sonntag, mit Ausnahme der Zeit. Gott,
ja, in dem ich im Krankenhäusern gelegen bin. Und das war die schlimmste Zeit. Aber selbst da hatte ich mein Klavier dabei so und eine Gitarre und einen Kassettenrekorder und habe dort Songs geschrieben. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihren Vater sprechen, Ralf Maria Siegel. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihren Vater? Oh, ich habe viele Erinnerungen an meinen Vater, ganz besonders jetzt, wo ich eben gerade meine Autobiografie schreibe. Und da habe ich viel über meinen Papi geschrieben. Mein Vater war ein genialer, wie sagt man so schön, in allen Bereichen begabter Mensch. Er war Komponist, er war Textdichter, er war Verleger, er sprach 5 Sprachen, er sang, er liebte die Welt und baute Häuser und war ein Mensch, der auch durch diese beiden Weltkriege sich stark geschlagen hat. Er war, ja, wie ich, auch im GEMA-Aufsichtsrat und hat eben doch in der Nachkriegszeit auch mit seinen Texten von der Capri Fischer bis Granada und das Chianti-Lied. Und ich habe noch einen Koffer in Berlin, sehr viele Künstlern. Und Ihr Vater war auch, ein Lebemann, das haben Sie auch mehr als einmal umschrieben. Schweres Parfüm und Affären muss man in dem Zusammenhang auch nennen. Kam Ihre Mutter zu kurz? Meine Mutter kam mit Sicherheit zu kurz. Meine Mutter war ein großer Star der damaligen Zeit im Admiralspalast und im Friedrichstadtpalast in Berlin. Die heirateten dann und der junge Ralf Siegel kam dann 1945 auf die Welt. Und meine Mutter hat dann noch kurz 4-5 Jahre gesungen im Gärtnerplatz in München. Da stand ich schon hinter der Bühne mit dem Satz, Mami muss tanzen und singen. Und dann widmete sich eigentlich ihr Leben mir. Wir sind aufs Land gezogen, auf den Chiemsee. Mein Vater hatte seine Arbeit und natürlich auch die dementsprechend Damen in München sitzen und wir waren am Chiemsee. Aber ich bin natürlich sehr behütet aufgezogen worden, mit damals eben nicht mit, wie sagt man, Handy, Computer und so, sondern Fuchs und Hase und Kaninchen und Hundi und kleinen Esel. Und ich hatte eigentlich eine sehr wunderbare Jugend durch meine Mutter. Mein Vater war selten da, ab und zu mal am Wochenende. Aber er reist eben um die Welt und er hat eben hart gearbeitet und hat eben viel auf die Beine gestellt, was mir auch später zu gut kam, indem ich eben dann auch, wie ich schon erzählte, in die Welt hinaus reisen durfte und dementsprechend eben auch was lernen durfte. Was ich immer glaube, das Wichtigste ist für Menschen, wenn sie das Glück haben, lernen zu dürfen. Manche müssen in der Früh raus als Kinder mit 15, 16, 18, müssen dem Vater auf dem Land helfen, den Mist reinzuholen. Ja? Mhm. Ich durfte lernen, hatte gute Musiklehrer, hatte gute Vorbilder. Mein großes Vorbild George Gershwin und mein anderes Vorbild Peter Ustinov waren mir immer so, ja, in meinem Geist, ich sage, das ist das, was ich ungefähr erreichen möchte. Schafft man zwar nicht, schon gar nicht beide, aber ich war immer sehr interessiert an eigentlich allem, habe dementsprechend eben auch Italienisch, Französisch, Englisch fließend gelernt, was mir auch viel half. Klavier, Gitarre, Schlagzeug. Schlagzeug habe ich irgendwann eingestellt, weil die Leute besser waren. Das war so schnell. Und Aber ist das schwierig, als der Sohn vom Siegel aufzuwachsen, im Schatten des Vaters? Das ist ganz sicher schwierig. Das war unendlich schwierig. Wenn Sie heute mal die 10.000 berühmtesten Künstler auf der Welt anschauen, egal ob es Bildhauer sind, egal ob es Maler sind, egal ob es Schauspieler sind, da können Sie vielleicht mit Michael Douglas und Kirk Douglas ankommen. Mhm. Sie finden kaum einen Junior, der im selben Beruf erfolgreich ist. Das ist eigentlich fast unmöglich. Es gibt keinen, man kann auch ein bisschen John Lennon Junior sprechen und McCartney oder wen auch immer. Sie finden keinen Elton John, in dem Fall nicht. Der hat ihn sich adoptiert. Nein, es ist sehr, sehr schwierig. Also als Sohn eines erfolgreichen Komponisten oder was auch immer, selbst Musiker, nicht? Es gibt keinen James Last Junior. Es gibt niemanden. Kannst du das bitte sein lassen? Ich kann so nicht arbeiten. So. Aber wann haben Sie den Eindruck, Sie haben sich freigeschwommen? Ja, also ehrlich gesagt, freigeschwommen hatte ich mich schon sehr früh, weil ich natürlich eine ganz andere Schule hatte, nicht? In Paris hatte ich eben das französische Chanson studiert mit 18. Nashville, das ganze Country-Leben, das dort stattfand mit Don Gibson und mit Chet Atkins und all den Leuten. Das ist eine ganz andere Welt, als in der mein Vater aufgewachsen ist, nicht? Zur Zeit meines Vaters, da gab es Cole Porter, da gab es eben auch Erwin Berlin und natürlich schon George Gershwin. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich bin ganz anders aufgewachsen. Dann kam die Rockmusik, die mein Vater am Anfang hasste. Mein Vater mochte weder die Rolling Stones noch die Beatles. Erst bei Yesterday fing er an, sagt, ach, die Beatles sind eigentlich gut. Ja?
Also es ist eine ganz andere Zeit. Ich bin mit den Beach Boys aufgewachsen, mit den Everly Brothers und eben dann mit Motown, Supremes, Four Tops, die ganze American Pop Music, die mich da, ja, also wie sagt man, mein Leben am Anfang ja, eingenommen hat, dadurch, dass ich eben dort war und eben mit den Musikern gearbeitet hatte. Später kam die Zeit, als ich nach Deutschland kam und wollte Country machen, da wollte kein Mensch was von Country wissen. Ja, das hat niemand, aber Gunter Gabriel hat den ersten Song gesungen von mir, It's a Long, Long Way to Georgia, der damals hier schon Top 10 in Charts war. Und dann ging es eben los, da muss man seinen eigenen Mann stehen. Und dann habe ich damals mit 22 meinen Vater gebeten, die Firma umzustrukturieren, weil er hatte ja diesen Musikverlag. Mhm. Und ich wollte produzieren. Wir hatten so ein kleines Studio. Das war ungefähr so, ja, nicht so groß wie später. Und da fing ich eben an zu arbeiten und zu produzieren. Und er hatte dann irgendwann, der starb ja leider sehr früh mit 61 Jahren. Und ich bat meinen Vater so kurz bevor er 60 war, dass ich die Firma umstrukturiere. Ich sagte, nein, mach das doch selber. Mach das allein. Hier hast du zwei Zimmer. Mach deine eigene Produktion. Und ab da ging es dann eigentlich richtig los. Da wollte ich dann Popmusik machen und da kam Arnie Harris mit Peggy March und sagte, kannst du schreiben eine Lied für die Peggy? Und da sagte ich, was singt die denn? Ich sagte, ja, die singt Memories of Heidelberg. Ich sagte, ja, dann mache ich auch sowas. Also dann habe ich angefangen, Schlager zu schreiben, was ja gar nicht so einfach ist. Man denkt immer, ein Schlager ist ein Schlager. Ein Schlager ist kein Schlager. Ein Schlager ist dann, wenn es ein Erfolg ist. Wie würden Sie das Schlagerpublikum charakterisieren? Ich würde das Schlagerpublikum für ganz wunderbare Menschen charakterisieren? Charakterisieren wie jeden anderen. Es gibt Menschen, die haben Freude daran und die haben Freude daran. Es ist ein bisschen anders, weil vielleicht die Herzlichkeit beim Schlager heute ein bisschen verloren gegangen ist, aber sie haben Freude daran, Nummer eins schon mal die eigene Sprache zu sprechen. Ja, die eigene Sprache zu verstehen, mitzusingen, was ja bei der englischen Popmusik so gut wie gar nicht möglich ist. Ja, der Unterschied zwischen der englischen Popmusik ist einfach, dass man hier etwas wahrnimmt, ein paar Zeilen wahrnimmt, Groove, es geil findet und es gerade aus Amerika geschickt bekam oder von Tommy Gottschalk oder von irgendwelchen Fernsehsendern, die sowieso nur fast nur englische Musik spielen, eingebläut bekommen. Nicht? Das, was beim Schlager so schön ist, dass die Leute es mitempfinden können, dass sie die Biografien, das Leben von Heino bis wer auch immer das sein mag, von Irene Shear, selbst wenn sie, die habe ich auch übrigens mal erfunden, ja? Mhm. Wenn sie, die deutsche Sprache ist die Muttersprache und alles, was in der Muttersprache über den Fernsehschirm kommt oder über den Rundfunk kommt, ist einfach, wie nimmt man anders auf? Glaubt man dran? Versteht man? Findet man gut oder findet nicht? Und das machen Herr Silbereisen zum Beispiel sehr gut, indem er seinen Leute, man sieht, sie singen mit, sie haben Spaß. Das ersehen sie bei der Popmusik nicht. Bei der Popmusik haben sie vielleicht bei ein paar Rockstars. Wenn die Rockstars, die alten Rockstars kommen, dann sehen sie vielleicht, ja, natürlich bei wem auch immer, singen die Leute mit, all we are saying is give peace a chance oder was immer auch die Beatles und alle gesungen haben. Da gibt es natürlich auch ein paar Schlager, aber das sind die großen Hits, ja, oder die reinen Fans. Die Schlagergruppen in Deutschland, das ist ja eigentlich momentan ein bisschen Pseudo, insofern, dass alles, was da gesungen wird, unter dem sogenannten großen Wort Schlager fällt. Das stimmt ja nicht. Schlager kommt aus den Zeiten der 50er, 60er Jahre, wo man sagt, das ist der Verkaufsschlager, der Hit, der Erfolg. So wie man den meisten Bananen verkauft, dann war das der Verkaufsschlager. Nicht? Also es ist nicht alles Schlager, was heute als Schlager bezeichnet wird. Und ich höre es eigentlich nicht gern. Ich höre dann die guten Lieder. Und wenn es ein großer Hit ist, wie Atemlos, das ist ein richtiger Schlager. Sie haben gerade Irene Shear angesprochen. Sie haben viele Namen im Laufe dieses Gesprächs ja schon genannt, die, bei denen Sie Wegbereiter waren, muss man ja ganz klar sagen. Rex Gildo, Roy Black unter anderem auch. Naja, bei Rex Gildo und Roy Black ist es ein bisschen anders. Da muss man so sagen, Roy Black hat Hans Bertram entdeckt, genauso wie Chris Roberts. Aber gut, Sie haben Roy Black erfolgreich produziert, ja? Und haben ja das große Comeback verschafft. Das war so die Zeit der 70er, 80er Jahre, als viele Stars bereits 10 oder 20 Jahre erfolgreich waren und plötzlich keinen Erfolg mehr hatten. Dann kamen plötzlich die Produktionschefs zu mir und sagten,
Ja, Ralf, magst du denn nicht den Rex Kildo machen? Der geht nicht mehr. Das Erste, was ich gemacht habe, war Fiesta Mexicana, dann ging er wieder. Wie ist Ihnen Hossa eingefallen? In welcher Situation waren Sie da? Also Hossa habe ich ja, wie gesagt, das Lied Fiesta Mexicana mit Michael Holm zusammengeschrieben. Mhm. Aber ich dachte, weißt du, wenn es eine Fiesta ist, dann muss das so wie die Griechen Opa, Epa sagen. Wie wär's denn mit Hossa? Ja? Das ist das Einzige am Text von mir, den Rest hat Michael Holm geschrieben. Aber den Song habe ich natürlich produziert und die Stimmung und Adio Mexico habe ich auch dazu gemacht. Nein, das war eben die. Jetzt gibt es bei Roy Black die Geschichte, dass er am Ende des Tages lieber Rockmusiker als Schlagersänger sein wollte. Ist er daran verzweifelt, dass man ihn in diese Schlagerecke gepackt hat? Naja, das ist immer dieses Pseudodenken. Schauen Sie, viele, viele junge Leute, gerade in dieser Zeit damals, träumten alle davon, Elvis Presley oder Buddy Holly oder Bill Haley zu sein, weil ja eben über den AFN und über die Amerikaner und die sogenannte 68er Generation alles nur noch Englisch, Englisch, Englisch war. Englisch singt sich leichter, aber es singt sich ganz schwer, wenn man es nicht die Muttersprache ist. Und das einfache, klare Statement ist, es gibt so gut wie 99,999% aller in Deutschland englischen Sänger haben Akzent. Und darum ist es auch nicht ehrlich und darum ist es so schön, dass dann der eine oder andere jetzt, der nur Englisch gesungen hat, ob das so Sascha war oder wie heißt meine Hochgeschätzte, die jetzt Muttersprache singt, ja, die haben endlich gemerkt, Sarah Connor, danke, dass sie eben in Deutsch einen langfristigen Erfolg haben. Es gibt keinen Weltstar in den letzten 50 Jahren mit vielleicht 2, 3 Ausnahmen von Björk oder was, der als Solist in einer Fremdsprache Erfolg gemacht hat. Sämtliche Erfolge sind von Franzosen. Es gibt keinen Franzosen, der natürlich als Franzose auch mal ein Lied in Englisch, Charles Aznavour als Armenier. Aber alle haben nur in eigentlicher Muttersprache ihre lange Karriere gemacht. Anna Frid und Agnetha, von selbst die haben ihre Solokarriere nicht geschafft ohne dieses Gruppendasein von ABBA. Die Muttersprache ist das A und O. Und darum sage ich immer wieder allen Künstlern, auch die heute bei DSDS und bei all diesen Castingshows auftreten, kaum singen sie Deutsch, haben sie eine Chance und haben auch eine Chance, länger erfolgreich zu sein. Das sind die meisten, die es in Englisch machen, nicht. Weil sie natürlich dann A, die Weltkonkurrenz haben, mit lauter amerikanischen, englischen Talenten, die ihre Muttersprache beherrschen, 100 Millionen Menschen besser singen als jeder deutsche Schlagersänger. In dem Fall in der Muttersprache nicht, aber in der Fremdsprache. Ich würde zum Abschluss gerne noch auf 2 Themen zu sprechen kommen. Jetzt hat sich ja die Musikindustrie maßgeblich verändert. Bringen Ihnen Abrechnungen von Spotify heute noch wirklich Geld? Bringt Ihnen die ganze Streamerei heute noch Geld im Vergleich zu dem früher? Ich meine, mit über 2000 Titeln, die Sie komponiert und angemeldet haben bei der GEMA? Jetzt kommen wir im Kapitel, das eigentlich wir von Anfang an besprechen sollten. Weil das, was ich mal gemacht habe, ist ja alles wunderbar. Es zählt nur heute und es zählt nur die Zukunft. Und was heute draußen durch die Entwicklung übers Internet, über die ganzen Plattformen, über Spotify, über sämtliche Downloadportale, YouTube angefangen, heute passiert, ist natürlich für den einen oder anderen als Promotion-Weg wunderbar. Für die Autoren, für die Komponisten, für die Textdichter, für die, die eine gewisse Leistung bringen, auch Arrangeure, Dirigenten, alle, die sie heißen, ist es eine Katastrophe. Die Katastrophe ist so groß, dass 80% aller Menschen, die ich kenne in meinem Beruf, sprich nur noch 20% von dem verdienen, was sie früher verdient haben. Die Abrechnungen sind so hoch. Früher stand da mal 1000 Euro, da steht heute 12 Euro. Es ist eine reine Katastrophe, aber das ist nun mal die Zeit und die Welt hat sich gedreht und man muss damit umgehen, ob man will oder nicht. Aber wenn ich Ihnen ehrlich sage, es ist grauenhaft, dass es kaum mehr CDs gibt. Wenn Sie heute ein Auto kaufen, ist kein CD-Spieler mehr drin. Sie bekommen heute kleine Sticks, die man mit sich schleppt. Also das ist für die Künstler der Zukunft noch schlimmer als die Alten. Weil die Alten haben ja noch so ein gewisses Publikum, wo man sagt, na ja, vielleicht können wir noch eine LP ergattern oder so weiter. Die neuen Produktionen, die dann, wenn selbst im Glück, 1 Million Klicks haben, ja, wie gestern eine Shira oder wie die heißt, ja, das bringt gar nichts. Das bringt ein paar hundert Euro. Früher wäre man ins Geschäft gegangen und hätte eine Platte gekauft. Und das Schlimme ist nicht nur der Künstler, der kann ja noch live auftreten. Aber der Producer, die Schallplattenfirma und die Autoren, die sehen so gut wie gar nichts mehr. Und was wir dagegen machen können, wissen wir momentan noch nicht. Aber ich kämpfe schon seit es diese Situation mit dem Downloads und den Plattformen gibt, dagegen.
Es ist zwar Werbung, aber es ist unmöglich, teure, anspruchsvolle Produktionen mit großen Orchestern oder was auch immer zu produzieren. Und so kommt dementsprechend natürlich auch billige Produktion an den Start, die auch genauso klingen, wie man es dann, wie man es heute hört. Wenn sich das am Ende des Tages doch nicht mehr lohnt, was treibt Sie dann immer noch an, Herr Siegel? Sie könnten sich doch schon lange zur Ruhe setzen. Also ich hätte mich schon mit 40 zur Ruhe setzen können, aber dann wäre ich natürlich schon längst tot. Nein, mein Beruf ist Komponist, ist Textdichter, ist Verleger, ist Produzent. Ich lebe, jetzt ist das Telefon, da ruft gleich jemand. Kein Problem. Nein, nein. Ich lebe dafür, für diesen Beruf. Und der Unterschied ist natürlich, ob man mal Songs schreibt. Ich hatte mal 120 Mitarbeiter, heute habe ich noch 5. Ja, das ist der Unterschied. Ich wünschte, ich hätte die 100 noch, dann könnte ich ihnen Arbeit geben, dann könnte ich ihnen weiter Jobs geben. Ich lebe für diesen Beruf. Es macht mir Freude, die Menschen auf die Bühne zu stellen, ihnen eine Karriere zu bereiten, wie ich es mal mit Genghis Khan gemacht habe, die es nach 30, 40 Jahren noch gibt, oder Nicole, die nach 40 Jahren auf die Bühne geht. Es ist mein Leben und das Allerschönste ist die Arbeit an meinen Musicals. Und die traurigste Situation ist eben, wie gesagt, dass Zeppelin jetzt verschoben werden muss. Und wir hoffen jetzt im Juni nächsten Jahr, das in Füssen auf die Bühne zu bringen. Aber andererseits habe ich noch 2 andere Stücke geschrieben. Darauf hoffe ich auch darauf, dass ich mit meinen Autoren das fertigstellen kann. Aber wie die Theatersituation jetzt aussieht, wird das auch dauern. Ich werde 75 dieses Jahr. Also man muss es auch noch erleben können. Und das ist das Allerwichtigste. Die Gesundheit zählt im Leben am meisten. Und das Glück mit Frau und Kindern. Und deshalb mache ich das. Und meine Kinder haben vielleicht mal was davon von Zeppelin oder von den Musicals. Wenn ich mal nicht mehr auf der Welt bin, dann können die mal vielleicht davon leben und dann freue ich mich. Das wird aber noch lange dauern, bis ich da jemals einen Pfennig verdiene. Ich habe so viel Zeit und Geld investiert. Und Sie wissen, es muss erst auf die Bühne, dann gibt es irgendwann Tantiemen. Und was dann dabei rauskommt, ist heute leider nicht mehr so viel. Herr Siegel, Sie werden erst 75, Sie haben noch Zeit. Das ist also gut. Daher, Sie brennen vor Energie, das merkt man. Ja, das tue ich. Und wenn ich heute gelesen habe, dass der Christo mit 84 gestorben ist, seine Frau aber schon mit 74, dann macht man sich immer Gedanken, auch wenn man 75 wird, ja. Na gut, aber Sie haben ja gerade Ihren Vater angesprochen, der ja auch relativ früh verstorben ist. Mein Vater ist mit 61 gestorben und meine Mutter erst mit 88. Also ich hoffe, dass es mehr in Richtung meiner Mutter geht und mache das so gesehen weiter und hoffe, dass mein Leben diesbezüglich auch für die Gesundheit, ich danke da immer meinen Ärzten, die haben da viel dazu beigetragen, sonst wäre ich schon lange nicht mehr auf der Welt. Also danke, liebe Ärzte, falls das einer sieht oder hört. Lieber rauchen Sie noch? Herr Paul, lieber Herr Siegel, rauchen Sie noch? Ja, ich rauche, aber ich rauche ganz wenig. So sieht meine Zigarette aus. So, ich zünde sie an, aus alten Habitus, dann mache ich Puff, Puss, dann ziehe ich ein bisschen und mache sie wieder aus. Solange das ich kenne das nur vom Joint so. Na, ich habe nie Joints geraucht. Ich habe meinem ganzen Leben Die sehen auch so aus, habe ich mir sagen lassen. Ich sehe aus wie ein Joint. Ach, die Joints. Nein, nicht Sie. Nein, die sehen ja so aus, so. Das kenne ich nur noch von Ricky Shane. Der hatte immer solche Joints, die waren größer als 20 Zigaretten auf einmal. Herr Siegel, eine Frage noch. Wenn Sie eine Chance hätten, Ihrem Vater eins Ihrer 2000 Kompositionen vorzuspielen, welche wäre das? Da würde ich ihm momentan wahrscheinlich ein Klavierkonzert, an dem ich gerade arbeite, vorspielen, das die Hindenburg heißt. Weil das ist irgendwie so mein Traum, auch mal ein schönes Klavierkonzert zu schreiben. Das dauert nur gerade. Ich habe mir im Moment leider einen Mausarm geholt. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist. Ganz böse, weil ich zu lange am Computer gesessen bin und die rechten beiden Finger funktionieren nicht. Das dauert 2-3 Monate, bis die wieder in Ordnung sind. Aber Papi würde ich vielleicht das Klavierkonzert für die Hindenburg vorspielen. Und ich kann es auch kaum erwarten, bis die Menschen wirklich Zeppelin hören mit all den Songs, die ich 5 Jahre geschrieben habe und mit einem wunderbaren Buch von Hans-Dieter Schreb, das wir jetzt schon zum 9. Mal umgeschrieben haben, genauso wie bei Clowns. Also das ist die harte Arbeit eines Musical-Autors und eines Komponisten, dass man immer wieder ändert, immer wieder neu verändert, bis zum letzten Tag. Eigentlich freue ich mich, dass ich noch ein halbes Jahr Zeit habe, es noch besser zu machen, als es jetzt schon ist. Das wünschen wir Ihnen. Jetzt lassen wir eine Frage zum Abschluss zu. Und die ist mit einem Augenzwinkern, wird die zugelassen, nämlich von Alana Siegel, die Sie wahrscheinlich auch kennen. Sie fragt, wie zufrieden sind Sie mit Ihren Kindern, Herr Siegel? Also der Satz, den Sie wahrscheinlich auch kennen, ist schon sehr vermessen und fast frech. Ich hoffe, Sie kennen Ihre Kinder auch. Alana ist eines meiner
bezauberndsten ja, Kinder, das ich habe. Ich liebe alle meine drei Kinder und auch deren Kinder beziehungsweise meine Enkel. Nein, Alana ist das große Schatz hier für mich. Wir telefonieren in der Woche mindestens 2-3 Mal, schicken uns Bussis und schickt immer so herrliche Figuren mit Ohren dran und allem drum und dran. Ist ein bezauberndes Kind. Die muss jetzt gerade auch ihr Studium abstellen in London, hat ja dort studiert sie gerade, ist jetzt in Baden-Baden bei ihrer bezaubernden Mutter. Und naja, ich habe ein wunderbar gesagt Gefühl für meine Familie. Ich danke meinen Kindern, dass sie den Vater, den anstrengenden, manchmal anstrengenden Vater, auch so ertragen. Ich war nicht immer zu Hause, das war halt eine Zeit. Aber bei mir ging der Job eben von früh um 7 bis nachts um 12 weiter. Aber ich habe sie immer geschätzt, habe alles für sie getan, was ich konnte. Und besonders Alana gebe ich jetzt ein Bussi, aber Julia und Marcella auch. Wenn jetzt die ersten Flieger zurückgehen nach Deutschland, haben Sie die Nase voll von 3 Monaten Amerika? Steigen Sie dann in die Maschine nach München? Das kann ich nicht sagen, weil ich hier in einer gewissen glücklichen Situation bin. Ich habe hier ein kleines Haus mit 3 Schlafzimmern, einem schönen Wohnzimmer und einem Mini-Putzi-Schwimmbad. Und da kann ich mich am Morgen freuen. Ich freue mich jeden Tag über meine Frau Laura. Ich freue mich über unsere Ruby. Wir sind seit 3 Monaten hier in Quarantäne, aber ich habe mein Klavier, ich habe mein Studio, ich habe mein Büro und ich habe sogar Kontakt mit der Welt über Instagram und Skypen und was wir alles tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber wenn ich sehe, was zu Hause momentan los ist, dann treibt es mir genauso die Tränen in die Augen wie hier. Zu Hause natürlich noch mehr, weil auch schon ein paar Freunde gestorben sind. Und das tut sehr weh, nicht allein an Corona, sondern einfach wieder von dieser Welt gegangen sind. Und ich freue mich, wenn ich wieder in München bin, aber ich freue mich genauso hier zu sein, weil ich hier eine wunderbare Atmosphäre habe. Die Sonne scheint, ich schwitze gerade momentan. Meine Frau hat mir gerade das Frühstück gemacht und mir geht es richtig gut momentan. Dankeschön. Wunderbar. Lieber Herr Siegel, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Grüße nach Florida. Bleiben Sie gesund. Ja, ich grüße auch meine Fans, falls die Familie zuschaut oder Alana, Julia oder Marcella natürlich auch. Grüße die Enkel. Aber grüße meine Fans und alle die, die vielleicht toi 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 zu Zeppelin nach Füssen kommen im nächsten Sommer. Im Juni. Da werde ich fast jeden Tag da sein. Da kann ich vielleicht den einen oder anderen ein Autogramm geben oder umarmen, ihn wiederzusehen. Wunderbar. Bleiben Sie gesund. Alles Gute. Dankeschön. Wiederschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Tschüss, Herr Siegel.